Hey ho, meine Lieben! Blumenkohl! Ich mache mir einen leckeren Blumenkohlauflauf. Um nicht an der Blumenkohlvergiftung zu sterben, wird natürlich ein Blumenkohlauflauf mit Bacon. Genau, wie ich das mache, weiß ich selber noch nicht so ganz genau, aber alles drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Auf geht's. Tja, im Großen und Ganzen sollte ich hier schon alles liegen haben. Pizzakäse habe ich da einfach genommen, einen Block Cheddar wieder. Ein Butter brauchen wir später noch. Bacon in ausreichenden Massen, um den Blumenkohl genießbar zu machen. Hier habe ich noch circa halbes Ding Sahne, also 100 Gramm. Der Blumenkohl, dann hier drüben habe ich ein bisschen Mehl, Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Und außer nachher eine Auflaufform, wo ich die oder eine von den IKEA Konixformen nehme, werden wir da wahrscheinlich nichts brauchen. Ja, hinter mir fängt das Wasser schon zum Brodeln an. Machen wir erstmal das Grünzeug hier weg. Braucht kein Mensch. Der Blumenkohl wird immer kleiner. So, jetzt sehe ich es etwas besser. Kann man eigentlich die Blätter auch essen vom Blumenkohl? Keine Ahnung. Müsste ich mich mal schlau machen. Ich habe mir jetzt lange überlegt, soll ich den komplett kochen, vorkochen oder soll ich den vorher schon zerteilen? Und ich habe mich entschlossen, den so wie er ist, als kompletten Kopf ins kochende Salzwasser kurz reinzutun, kurz vorkochen und dann, zerteilen und in die Form rein. Und wenn das dann nämlich soweit ist, kann man danach dann mit dem Sößle zum Übergießen anfangen, wenn man dann überbacken im Backofen. Aber erst einmal wird der nochmal unter fließendem Wasser ausgespült und dann kommt er ins Salzwasser. So, kochendes Salzwasser. Hinein mit dem Biest. Können wir noch ein bisschen Wasser dazu kippen und 5 bis 10 Minuten oder sowas ab und zu mal reinstechen und gucken, ob der ein bisschen weicher wird. Und dann sehen wir schon. Ja, genau, das mache ich jetzt. Und danach kann man ja noch ein bisschen drehen und wenden, vielleicht geht es dann weiter. Jodele. Irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten waren das jetzt. Ja, sollte reichen. Ich habe ihn eben doch noch umgedreht. Ich schütte jetzt schnell das Wasser ab und danach zerteilen wir das Vieh. Kamera drehen. Display, dass ich auch was sehe, ob ihr was seht. So. Und da habe ich mein Schälchen. Nehmen wir jetzt ein kleineres Messer. Und das Vieh ist heiß. Die Röschen tun wir uns hier rein und hoffen, dass wir am Schluss nicht an Blumenkohlmus haben. Haha.
rein mit dir. Heiß! Oh, das Ding sieht so gut aus, das tue ich komplett hier rein. So, der kommt weg. Und dann geht es am Herd schon wieder weiter. Mit dem Bacon. Genau! Tja, um den Bacon schön anzuschmuggeln, nehme ich wieder ein klein bisschen Butterschmalz zur Hilfe. Sollte reichen. Rein damit. Bacon gut, alles gut. Dann tue ich den Bacon jetzt so weit anschmurgeln, wie ich das gern habe, haben möchte. Und danach sehen wir uns dann schon auf der anderen Seite schnell wieder, wenn ich den ja, über den Blumenkohl hau. Und danach kommen wir wieder zurück und da geht es dann mit dem Süßchen weiter. So, und wie gesagt Leute, röstet ihr euch den Bacon so an, wie ihr das wollt. Ich röste ihn so an, wie ich das will. Teilweise kross, teilweise noch nicht ganz so. Ja, so mag ich das halt am liebsten. So. Ich glaube, das Fett lasse ich noch in der Pfanne drin. So. Jawohl. Und dann gehen wir wieder zurück am Herd und dann machen wir das Sösle, dass wir das übergießen können, bevor dann die Soße und zum Schluss der Käse drauf kommt. Herd ist wieder eingeschalten. Hier haben wir jetzt das Butterfleckchen mit rein. Blopp. Schmelzen lassen und dann je nachdem wie viel man geschmolzen hat das Mehl hinzufügen. Ich mache jetzt mal so 2 Esslöffelchen. War ja das andere Fett auch noch drin. Was ich vorher noch vergessen habe, Milch braucht man natürlich auch noch. Ich glaube, da kann sogar noch ein bisschen Mehl rein. Die Sahne rein. Und
dann ungefähr doppelt so viel Milch wie Sahne. Runterschalten bzw. ausschalten, weil sonst kokelt uns das hier echt noch an. Ja, dann wird das Ganze mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer noch etwas abgeschmeckt. Irgendwie haben wir jetzt eine Schlonze, die aussieht wie frisch die. Wo? Naja. So, mal probieren. Schmecken gut, sauber. So, und das Ganze hauen wir jetzt über den Blumenkohl und Bacon drüber. Ja, ich weiß, das sieht etwas merkwürdig aus. Ja. So. In den Tüten ist wirklich weniger drin mittlerweile. Auch in dieser ist wieder relativ wenig drin. 150 Gramm bloß, waren da früher nicht 200 bis 250 Gramm drin. Tja, so werden wir als Verbraucher sauber verarscht. So. Also ich habe nichts anderes vor jetzt mit dem Käse momentan. Und so eine schöne Käsekruste da drüber. Oh, lecker geil. So. Aber da mir ja der Pizzakäse nicht ausreicht, schnappe ich mir hier jetzt noch meinen Cheddar, die Raspel und raspel den Restkäse, also sprich den kompletten Block hier auch noch drüber. Tja. Um dann festzustellen, den zerbröseln wir noch, dass es vielleicht doch etwas arg viel Käse wird. So, legen wir einfach hier oben drauf. Ja, vielleicht fällt mir mit dem Block noch was anderes ein die Tage, wenn ich das erst einmal aufgegessen habe. Ja, und dann kommt das Ganze im Backofen bei 180 Grad, Ober-Unterhitze. Für 20 bis 30 Minuten stecken wir es in den Ofen rein. Zacki, zacki. Ups. So, Lale. Gute Nacht. So, Leute. Ziemlich exakt 20 Minuten später. Backofen aus und dann holen wir das ganze Teil einmal hier raus. Ui, ui, boah, kommt da wieder Hitze raus. Hilfe. Oh. So.
Tada, aussehen tut das Ding ja mal richtig gut. Aber was nutzt das Aussehen, wenn wir noch nicht wissen, wie es schmeckt? Und da schnappe ich mir jetzt einfach ein bisschen was. Oh, viel Käse. Bacon sehe ich da auch schon drin. Ja. Seht ihr das? So, die Schale wieder auf die Seite. Tja, und wie das aussieht, habe ich da wirklich jetzt 2 Tage was zum Essen dran. Wenn nicht noch länger. Das Röschen hier und gleich einmal ab in der Haus. Oh, geil. Ich liebe ja Blumenkohl und in dieser Variante noch mit ordentlich Bacon dabei und geilen Süßchen, schön mit Käse überbacken. Ja, mein Spatzel, Käse überbacken, esse ich gerne Käse in allen Varianten. Ja, Privatnachricht. Grandios, auch wenn vielleicht jetzt der Käse und die Sahne und der Bacon nicht so gut für mein Bäuchle sind. Also das ist mir jetzt wurscht. Ich finde das lecker. Bisschen was anderes einmal wieder. Und nachmachen, selber ausprobieren. Oder auch nicht, wie ihr möchtet. Ich gehe jetzt auf alle Fälle essen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, was kann ich noch sagen? Ist wirklich einfach zu machen. Ausprobieren. Leute, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.